Also Leute, herzlich willkommen zu der Reaktion zu Massiv Feat. Was Dahab. Du? Dahab und Dahab. Kilominatik. Der Song heißt Breitling. Ja, wir sind heute Morgen, beziehungsweise ich, du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil du zu viel zu tun hast. Massiv hat ein Statement rausgehauen. Ja, Massiv hat ein Statement rausgehauen, dass er allgemein das Rap-Game unfair findet, weil Personen, die im öffentlichen Leben stehen, die abseits von Rap anders erfolgreich bzw. Fame geworden sind, die dann wiederum ins Rap-Business einsteigen, meist mehr Aufmerksamkeit bekommen, als die Rapper, die alles für Rap gemacht haben, quasi ihr ganzes Leben dafür investiert haben oder das ihre Hauptzielrichtung ist. Und er findet allgemein diese Gewichtung im Rap-Game unfair, wie die Verteilung ist. Was Hack, was Aufmerksamkeit, und vor allem hat er auch kritisiert, dass viel Schrott dabei ist. Allerdings hat er das halt auf eine verständliche und sympathische Art und Weise gemacht. Ich muss zu dem, was, also wie du es gesagt hast, dazu sagen, ich kann verstehen, dass es unfair ist, aber letztendlich ist es ja das, was das Publikum entscheidet ja letztendlich. Du weißt ja gar nicht, was ich dazu gesagt habe, weil wir... Nein, so wie du es mir gerade erzählt hast. Ach so, okay. Halt dazu möchte ich das sagen. Was würdest du sagen? Dann sag's nochmal dann. Einfach so, letztendlich sind ja die Zuhörer, die entscheiden doch, was gehört wird, was nicht. Es ist unfair, aber was soll man machen? Das ist, wir leben im Kapitalismus. Das war der Punkt, was ich aber, da muss ich einhaken. Ich finde, ganz kurz nur dazu, ich finde Massivs Meinung berechtigt, also seine Kritik finde ich berechtigt, muss aber sagen, man ist selbst letztendlich dafür verantwortlich, wie man etwas platziert, wie man etwas gestaltet, und natürlich bei der Vielzahl, bei dieser Marktüberflutung an Rappern und an, was weiß ich, öffentlichen lebenden Personen, keine Ahnung, ist es halt schwierig, aus der Masse hinauszustechen, so, herauszustechen, und da finde ich, muss es an Kreativität und einfach Einfallsreichtum, muss es wirklich gedroppt werden, Digga, damit man da herausstecht. Man muss herausstechen, man muss sich krass von den anderen unterscheiden. Deswegen, in dem Sinne... Und es ist schwer bei seinen Künstlern, weil das sind halt typische Straßenrapper. Da sich zu unterscheiden, ist sehr schwer. Vor allem, weil das nicht die breite Masse anspricht. Ja. Aber reagieren wir heute jetzt mal auf Breitling. Let's go. Dahab und Kilominatik. Bruder. Achso, Leute, hier wird einmal die Bewertung eingeblendet, wie die Telegram-Gruppe den Song findet. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr bei der nächsten Bewertung mitmachen könnt, checkt das Video bis zum Ende ab. Dort erkläre ich es dann einmal. Bruder. Let's go. Leg los. Let's go. Aber ich liebe ja die Intro. Boah, das fühlt man direkt. Massiv war der erste mit Dings, Digga. Der erste, der Qualität-Videos rausgehauen hat. Der allererste Film. Ich kann mich erinnern, der hat einen Song in New York gemacht. In New York war das? Ja, kann sein. Auf jeden Fall, der ist in den Staaten geflogen und hat da richtig so High-Qualität-Video abgedreht, Digga. Das kam so heftig an zu der damaligen Zeit. Krass. Aber noch ein Arab in New York. Ich hatte Breitling, allein im Bett holen. Werde ich jetzt die Feier und so her, wenn du schreit so. BAM! Breitling, mit Diamant besetzte Breitling. 100.000 Euro teure Breitling. Geil. Breitling, mit Diamant besetzte Breitling. 100.000 Euro teure Breitling. Ich find's gut, dass er keine Rolli sagt, kein Dings, kein Dings, sondern Breitling. Erstmal mal eine andere Uhr. Ja. Wedding 65, komm doch her, wenn du Streit willst. Das ist Dings von einem alten Song. Kenn ich. Ach, Legende. Sieh durch meine City, währenddessen zerstückel ich Bloody Steaks hier wie ein Pity. Mein Bezirk ist wie Sin City. Kittys machen Tiki-Taka mit dem Päckchen hier vom Hakiki. Ja, der Qualität des CEO ist heute busy. Aus Liebe zu der Street zog ich Ramo wie einen 9 Milli. Kombinieren Lachs mit Döner, was für Free Willy. Sein wie Hover Diamanten, Freeway Philly. Alter, sein wie Hover Diamanten? Ich hab's nicht gecheckt, Digga. Ich weiß nicht, aber das hat alles voll gut ausgesprochen. Ja. Das hat sehr gut geflowt, Herr Mann. Ich finde deine Meinung am Ende interessant, weil so ein Charakter oder so eine Art zu rappen wie Massiv hattest du wahrscheinlich noch nicht. Nee, weil, guck mal, der am Anfang mit dem Refrain hat so gesagt, oh, krass. Ja. Und mir ist so, okay.
Aber ich glaube, es wird mir mehr gefallen beim zweiten Refrain. Auf meiner Freundin trinken sie wie Esprilli. Lass ich Frühstück geschrot mit nem Kilogramm Simi-Mini. Rapper shoppen und sie protzen wie Prinzessin Lilly. Ich bin Berings Nummer 1, was ist so sticky? Ich werd der Freitling, allein im Petto. Und wenn ich richtig feier, kommt doch her, wenn du schreit zu. Breitling, ne Diamant besetzte Breitling. 100.000 Euro teure Breitling. Ich muss Stopp drücken, ansonsten noch YouTube. Ich weiß nicht, was die alle mit den Uhren haben, Digga. Also ich finde Uhren auch schön. Das ist ein geiles Statussymbol. Das ist einfach ein geiles Statussymbol. Also ich verstehe es auch nicht, warum man ich so sag, unbedingt seinen Zahn bald wird der Film, bald wird der Drip wieder kommen, keine Diamanten auf die Uhr zu tragen. Ich sag, der Drip wird bald wieder kommen, weil das ist so so overstatement. Weißt du, was ich feiere, Digga, diese Altherrenuhren, aber die sind richtig. So hässlich. Ja, aber der Drip wird kommen. Sorry, ich mit Lederdings. Ja. Ich feiere das. Ein, zwei Jahre, der Film wird wieder kommen. Ja, Vintage ist so, immer wieder beliebt. Das ist so, das ist klassisch. Ich mag manchmal diesen Rentner-Style. Ja, ich mag's auch, Digga. Ja, das ist einfach klassisch. Der Rentner-Style hat richtig Drip. So stabil, so Polohemd, die Hose. Ja, der Rentner-Style ist böse. Okay, warte. Eine 100.000 Euro teure Breitling. Runter schon das Steak, durch Großhandel mit Haze. Und du bleibst weiter so wie deine Rolex, nur ein Fake. Jag ich Scheine ohne Schlaf, vom Einschluss in die Charts. Die Gun ist Automatik wie die Breitling-Chronograph. Handschrift, 9 Milli Einzelmodell. 4-6 Favela, Qualität AKT. Geil, schön geflaut. Deine Stimme könnte mir noch ein bisschen fetter rüberkommen. Ja. Die ist mir zu sanft noch, also zu im Untergrund. Neben massiv als Kontrast ist auch schon hart, Digga. Tausend Steine um mein Handgelenk, die funkeln wie der Sternenhimmel. Schick Rapper schlafen wie Narkose ohne Ärztekittel. Spreng die Szene weg wie Nitroglycerin. Denn jeder meiner Platz ist explosiv wie Kerosin. Schusswaffe check, Sturmmaske check. Berlin, Offenbach, Robert Connect. Ich allein im Petto. Und wenn ich kriegst die Feier, kommt doch her, wenn du schreit zu. Ah, wir haben ein bisschen zu lange laufen lassen. Boah, die glitzert aber schon, Digga. die ist am Scheinen. Besetzt. Die Diamanten besetzte Breitling. Go. Breitling, mit Diamant besetzte Breitling. Eine 100.000 Euro teure Breitling. Hol dicke, fette Breitling mit Steinen besetzt. Du willst wie Fleisch jetzt zerfetzt. Wenn du breit bist, erst reich mit mir. Ich seid keine Gitter für die Breitling-Träger. Ich bleib Qualitäter mit ner 9mm. Du dummer Schmuck, machst du Fluss in mein Block. Tritt dich so in dein Arsch, dass du Schuhsohlen kotzt. Ey, das ist Tommy. Ja, Mann. Das ist dann, ne. Das ist gut. Der hat Sandlück gemacht. Aber der Arme, normalerweise, ja, das ist sympathisch, aber normalerweise versuche ich immer gut zur Show. Ich dir mal gut zur Show zu stellen. Okay. Backstreifen, du bist abgezogen, so wie Wachstreifen. Und dein Zweisitzer liegt über Nacht auf Backstreifen. Sound für die Diener, Hafhaus, Kämpfer niederhaken. Warten auf den Einsatz, so wie Auswechselspieler. Jagen draußen hier lila, bald kommen die Brüder raus. Zu viele Läufer und von allen sind die Füße blau. Ja, ein guter Part von Breitling gefallen. Aber ich hab's gefühlt, ich hab ihn vorher zum 20. Mal gehört. Aber egal, nee, der kam mal nicht so oft, der kam nur dann. Ja? Okay. Ach, nix. Viermal. Breitling, allein im Petto. Und wenn ich kriegst die Feier, und doch her, wenn du schreit zu. Breitling, Breitling, mit Diamant besetzte Breitling. 100.000 Euro teure Breitling. Eine 100.000 Euro teure Breitling. Oh, ich finde das auch cool. Ich hab den vermisst, Digga. Ich hab den wirklich vermisst, merk ich gerade. Krass, der war eine Zeit lang so bei mir, jeden Tag am Laufen. Die ganze Zeit rauf und runter. Krass, ich hab den wirklich vermisst, merk ich gerade. Schön. Also, back wieder zu Massiv. Ne? Ich muss sagen, ich finde es interessant, weil Massiv hat mir am ganzen, halt abgesehen davon, dass Massiv so krass ist, der hat mir am meisten gefallen im Track. Und dann ging es bei mir runter
Weil ich mag so diesen typischen Dings nicht. Ja. Aber Massiv hat so übertrieben und so ein Konzept draus gemacht. So, ich wahrscheinlich fand die Effekte cool. Auch hinten. Nein, aber auch mit der Stimme. Nein, kann sein. Aber auch mit der Stimme. Boah, geil. Der hat's gut gemacht. Also, aber in echt, der ist so ein lieber Mensch. Das ist so unglaublich. Also der ist schon bekannt dafür, dass der so eine korrekte Person ist. Weißt du, was Manuelsen immer zu dem sagt, das ist am witzigsten. Der sagt, der ist netter als der Weihnachtsmann. Voll süß. Das ist ein richtig geiler Vergleich, Alter. Oh, das ist voll süß. Ja, okay, jetzt machen wir den Massiv in eine Cringe-Süß-Ecke. Also, der süße Massiv. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie ich schon am Anfang erwähnt, unten in der Videobeschreibung befindet sich ein Link zu der Telegram-Gruppe. Dort könnt ihr einmal draufklicken und mit beim nächsten Voting mitmachen. Ansonsten Instagram gerne followen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.